Vielen Menschen ist sie weitgehend unbekannt, kann man sagen. Dabei gehört die Sozialwahl zu den größten Wahlen in Deutschland. Alle 6 Jahre findet sie statt. Etwa 52 Millionen Menschen sind aufgerufen, bis zum 31. Mai die Versichertenvertretenden bei den gesetzlichen Krankenkassen und der Rentenversicherung zu bestimmen. Zum ersten Mal ist es in einigen Bereichen auch möglich, online abzustimmen. Wer Renten- oder Krankenkassenbeiträge zahlt, kann mitbestimmen, was mit den Beitragsgeldern geschieht, und das schon seit 1953. Wem gehören diese Versicherungen? Uns, den Versicherten. Also muss ja jemand auch in unserem Namen diese Versicherungen verwalten und gestalten. Und genau darum geht es bei der Sozialwahl. Nämlich, dass wir die Parlamente wählen, also die Selbstverwaltungsorgane der Sozialversicherungen, wo Leute drin sitzen, die in unserem Namen diese Versicherung mitgestalten. Wählen dürfen alle Beitragszahler in den Sozialsystemen über 16 Jahre. Dieses Mal sind das 52 Millionen Wahlberechtigte. Bis zum 31. Mai haben sie Zeit, über die Zusammensetzung der Sozialparlamente, der gesetzlichen Krankenversicherungen und der Rentenversicherung abzustimmen. Wahlunterlagen und Informationen kommen per Post. Man wählt keine Einzelpersonen, sondern Listen. Aufgestellt werden diese von Institutionen, Gewerkschaften und Verbänden, aber auch von Versicherten und Arbeitgebern selbst. Die Wahl ist wichtig, denn die Sozialparlamente entscheiden über Haushalte, Vorstände, Ziele sowie Bonusprogramme und Wahltarife der jeweiligen Versicherung. Ein Novum dieses Jahr? Damit mehr Menschen bei der Wahl mitmachen, bieten 5 große Krankenkassen in diesem Jahr die Möglichkeit zur Online-Wahl an. Zugeschaltet ist mein Kollege Nikolaus Nützel in München. Nikolaus, ich glaube, wir müssen da trotzdem noch mal drüber reden, auch wenn wir im Beitrag schon einiges gehört haben. Das ist nämlich nicht ganz so einfach. Warum sollte ich diesen Brief, der vielleicht dann in meinem Briefkasten liegt, öffnen, lesen und mit abstimmen, beziehungsweise online das Ganze tun? Ja, die Rentenversicherung Bund und die großen Krankenkassen, bei denen man wählen kann, die bewegen ja viele 100 Milliarden € an Beitragsgeldern. Und die Idee ist, dass nicht nur der Staat alleine über Gesetze festlegt, was mit diesem Geld geschieht, sondern dass eben Vertreter der Versicherten auch mitreden können, ein Stück weit demokratisch da sich einbringen können. Und das ist eben ein zusätzliches Element, sagt man seit über 70 Jahren, wie man Demokratie leben kann in Deutschland. Und wenn man das für eine gute Idee hält, dass man überall dort, wo man was mitreden kann, auch mitreden möchte, dann sollte man mitwählen. Ja, Sie sagen es, seit mehr als 70 Jahren gibt es die Sozialwahl. Wie kommt es eigentlich, dass kaum jemand weiß, was wir da eigentlich genau wählen können? Es ist halt nur alle 6 Jahre und das ist eine relativ lange Wahlperiode. Da vergisst man gerne mal was, was in dieser Zeit passiert ist. Und das andere ist, es gibt natürlich keinen so intensiven Wahlkampf wie beispielsweise bei Bundestagswahlen, Landtagswahlen oder Europawahlen, wo man monatelang Plakate sieht und ab und zu dann später auch mal Wahlwerbespots. Also der Wahlkampf rund um die Sozialwahlen findet eigentlich nicht statt, höchstens dadurch, dass man eben diesen Brief kriegt, wo Listen sich vorstellen, und das vergessen die Menschen dann einfach ganz schnell wieder, muss man einfach eingestehen. Wer darf da eigentlich jetzt alles mitmachen? Es sind diejenigen, die bei der Deutschen Rentenversicherung Bund versichert sind und bei großen Krankenkassen, den sogenannten Ersatzkassen. Also in der Abgrenzung diejenigen, die bei den früheren Regionalträgern der Rentenversicherung, die früher Landesversicherungsanstalten beispielsweise hießen, heute zum Beispiel Deutsche Rentenversicherung Nord oder Deutsche Rentenversicherung Hessen, die dürfen nicht wählen. Aber alle diejenigen, die bei der früheren Bundesversicherungsanstalt für Angestellte waren, heute Deutsche Rentenversicherung Bund, die können wählen. Und eben die großen Ersatzkassen, Techniker, Krankenkasse, Barmer, DAK, da kann man als Versicherter wählen. Wer sind denn die Kandidaten und Kandidatinnen? Wie finden die und wie zeichnen die sich aus? Das sind Leute, die aus so einer gewissen Grundhaltung heraus ist, für eine gute Idee halten. Das sind oft Leute, die in der Gewerkschaft auch aktiv sind oder in Betriebsräten, auch Leute aus christlichen Arbeitnehmerverbänden, katholische Arbeitnehmerbewegung zum Beispiel. Das ist so eine gewisse Klientel, muss man sagen, die das aus Überzeugung machen, dann von anderen Leuten, die das früher gemacht haben, angesprochen werden und sagen, ja, da will ich mitgestalten. Und was ist dann, wenn Sie gewählt sind, Ihre Aufgabe genau? Wir haben ja schon gehört, es geht um richtig viel Geld. Es gibt 4-mal im Jahr dann Sitzungen der Vertreterversammlung. Zwischendrin kommuniziert man auch noch. Bei diesen Sitzungen wird dann eben der Haushalt
abgesegnet, muss man sagen, denn die großen Linien, was geschieht, wofür die Rentenkassen und die Krankenkassen ihr Geld ausgeben dürfen und wie viel sie einnehmen, diese großen Linien gibt natürlich der Bundestag vor und die Bundesregierung. Aber zum Beispiel bestimmen diese Selbstverwaltungsorgane, die Sozialparlamente, auch den Vorstand von den Krankenkassen und Rentenkassen. Und sie können einen kleinen Rahmen auch durchaus ein bisschen gestalten, was als Beispiel immer wieder genannt wird, dass man sagt, wir sind näher an den Arbeitnehmern dran, wir wissen, was die brauchen, zum Beispiel Reha bei Corona. Da sagen die Rentenversicherer, da ist bei uns die Initiative sehr viel früher gekommen als bei anderen, zu sagen, wir brauchen da bestimmte Reha-Maßnahmen und da haben wir eine Initiative ergriffen und das kam aus der Selbstverwaltung heraus. Also Reha-Maßnahmen oder andere Leistungen, die quasi freiwillig auch sind von den Renten- und Krankenkassen. Ist das eigentlich eine Art Ehrenamt oder bekommen die da auch Geld für? Es ist im Wesentlichen Ehrenamt, aber es gibt natürlich Sitzungsgelder, so Aufwandsentschädigungen. Aber um damit Geld zu verdienen, geht keiner in diese Gremien hinein, würde ich sagen. Es gibt ja auch Kritik an der Wahl. Warum eigentlich? Es gibt auch ein Alternativmodell dazu, die sogenannte Friedenswahl, also bei den großen Krankenkassen, den AOKs zum Beispiel oder auch vielen Betriebskrankenkassen, macht man das nicht mit einer sogenannten Urwahl, sondern indem die Arbeitgeber auf der einen Seite und Arbeitnehmervertreter, wie eben vor allem die Gewerkschaften, vorher untereinander absprechen, wer in diesen Selbstverwaltungsgremien drin sitzen sollte. Das nennt sich dann Wahl ohne Wahlhandlung oder auch Friedenswahl. Kostet wesentlich weniger Geld, weil man eben den ganzen Aufwand nicht hat. Deswegen sagen manche, das könnten wir eigentlich ja insgesamt so machen. Dann sparen wir uns die 50, 60 Millionen, die jetzt diese Urwahl bei der Deutschen Rentenversicherung Bund und den großen Krankenkassen kostet. Das ist das eine Argument. Und andere sagen, diese Gremien können ja gar nicht sehr viel entscheiden. Deswegen können wir es ja eigentlich auch gleich ganz abschaffen. Das sind zwei so große Kritikpunkte, die man immer mal wieder hört. Nikolaus Nützel, vielen Dank für die Einordnung und vor allen Dingen die Erklärungen. Danke nach München. Bitteschön.